Hallo. Willkommen zum nächsten Stream von Baphomets Fluch. Leck am Schief. Na, kommt, wird mal raus, nicht willkommen. Das ist eine geile Idee. Bevor wir beginnen, möchte ich mich bedanken und zwar bei. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Bei der Pia. Die ihren Amazon Twitch-Account Verknüpfung genutzt hat, um ein Sub da zu lassen. Heute Mittag. Vielen, vielen Dank. Und ja. Ich spiele im Moment ohne Kopfhörer und habe Noise Gate aktiviert. Sprich, das Mikrofon springt erst bei einer bestimmten Lautstärke an. Falls ihr das Spiel doppelt hören solltet oder irgendwas ist. Oder ich zu leise bin, weil ich da auch ein bisschen was geändert habe. Bitte, bitte, bitte Bescheid sagen. Wäre lieb, ich stelle hier gerade noch die Kamera ein. Gut, shit. Dann fangen wir mal an. Ich hoffe, es funktioniert direkt. Ab und zu hat das Spiel irgendwie Probleme, in OBS dargestellt zu werden. Ich hoffe, das funktioniert diesmal. Hello, Game. Yes, da ist es. Da, Pimmel. Let's go. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Also ich hoffe, dass das Spiel laut genug ist. Bitte gib mir. Ich habe meine Kopfhörer jetzt am Internet-PC gesteckt, bin zwar jetzt taub bei meinem Game, aber dich höre ich dadurch besser. Super. Ist das Spiel laut genug? Die Tür ist verschlossen. Und bin ich laut genug? Ich hoffe, es ist okay. Stille wäre nicht schlecht. Hi, ich heiße George Stobbart. Danke, Nobi. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sie können mich George nennen, wenn Sie wollen. Sind Sie sicher? Ja, so heiße ich. Ich heiße eigentlich Benoit, aber alle nennen mich Bunny. Bunny? Stimmt genau. Ich hatte dieses niedliche Häschen, als ich noch klein war. Verschonen Sie mich damit, Benoit. Kennen Sie den Mann auf dieser Fotografie? Nein, Sir, habe ich noch nie gesehen. Wissen Sie etwas über einen Patienten namens Marquet? Nein, Sir, ich kenne noch so gut wie gar keinen der Patienten. Ich habe noch nie einen Arzt getroffen, der zugegeben hat, dass er auch nur ein Mensch ist. Ich bin noch in der Ausbildung, Sir. Ich werde mich schon noch anpassen. Das will ich aber auch hoffen. Wie sieht's denn hier mit Haben Sie jemals von einem Kerl namens Moala gehört? Nein, Sir. Nein, Sir. Geh mal zu der verrückten Alten. Bis später dann. Die guckt ein bisschen creepy. Verzeihung. Jetzt sieht man sie natürlich gut. Oui, Monsieur. Ist das die Hagenmeier Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Oh? Yeah, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah. Darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Sorry. Spiel sollte ja da sein. Ja. Also kann ich Marquet sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht. Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit.
Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquet. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Ich kann meinen Satz aber nicht mehr ändern, Nobi. Ich kann das nicht mehr umstellen, leider. Ein bisschen blöd. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Na, dann schauen wir doch mal. Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er wurde verlegt nach... Hey, Jack. Ach du Hi. Meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Gute Schwester Grendel. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6.10 Uhr auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Und das ist noch untertrieben. Oh weh, oh weh. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. So lange ist sie schon hier? Nein, ich will damit sagen, dass es nicht einen Mann in dieser Klinik gibt, der sie nicht schon als Matratze benutzt hat. Diese Hure! Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Ich? Nee, alles gut. Willst du das Visa checken? Die Station von Schwester Grendel. Den linken Korridor runter, an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst, rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten. Links. Und am Ende nochmal links, das ist links. Das 2. Und viel Glück. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Oh, du hast recht, Jack, ich bin schon müde. Hi, ich heiße George Stobart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Fick dich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also, um da reinzukommen, brauche ich aber einen Kittel. Zeig euch gleich warum. Amin, da, hier, meine Arme, alles gut, Jack. Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. So, Jack, da können wir mal bohnen. So. Jetzt erstmal durch. Der Typ ist so geil. Da ist sie, die Grendel. Die kranke Hausschlamp. Och, schade. Monsieur? Ist das Station J2? Ist es, aber Sie gehören hier nicht hin. Wir haben sehr strenge Besuchszeiten. Können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich bin den ganzen Weg von Kalifornien bis hierher gekommen. Da müssen Sie mit dem Arzt sprechen. So lange kann ich nicht warten. Was ist, wenn er inzwischen den Löffel abgibt? So können Sie hier drin nicht reden. Das hier ist ein Krankenhaus. Sie müssen gehen. Haben Sie einen Patienten mit Namen Marquet auf dieser Station? Oui, Monsieur. Er ist in dem Privatzimmer am Ende der Station. Er steht unter strikter Quarantäne. Sie können mir doch bestimmt sagen, wie es meinem Bruder geht, nicht? Natürlich, Monsieur. Wie heißt er? Jacques Marquet. Lassen Sie mich mal nachsehen. Sein Zustand ist zufriedenstellend. Mir wurde gesagt, er läge im Sterben. Naja, das tut er auch. Aber der Arzt beschrieb seinen Zustand als zufriedenstellend. Das ist eine ziemliche Verbesserung gegenüber dem Vortag. Wissen Sie, wer Marquets Zimmer bezahlt hat? Nein, das weiß ich natürlich nicht.
Eine Vorzugsbehandlung wie diese hier muss doch einen Arm und ein Bein kosten. Das geht mich nichts an, Monsieur. Danke, Schwester. Sie können wiederkommen, wenn Besuchszeit ist, Monsieur. Danke, und wann ist die? Immer am zweiten Dienstag eines Monats. So. Also ich komme ohne Arztkittel, komme ich hier nicht weiter. Guck immer hier hin, wenn ich Kamera gucken will. Hallo. So. Wir müssen hier an die Tür. Geht aber nicht wegen dem geilen Kerl hier. Ich muss mal mit dem unterhalten. Hey, Sie da. Da können Sie nicht rein. Dies, Bruder. Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Gut. Hält er mir was? Hallo. Was ist? Ich sagte Hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Nun schauen Sie doch nicht so bedröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Der ist so motiviert. Und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln. Und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, eine Schlaftablette. Ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Das ist Mr. Shiny. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bonermaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bonermaschine haben? Eine Bonermaschine? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Ja! Nein, ich... Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Was immer zwischen Ihnen und diesem Metallmob besteht, ist sicher etwas Gutes und Edles. Echt? Hey, das passiert mir auch nicht jeden Tag, dass ich jemanden treffe, der genauso plemplem ist wie ich. Er weiß, dass er dumm ist. Ne? Er weiß es. So sitzt. Doch, das ist doch. Der ist doch eine entsetzliche Einstellung. Alter Bonara. Bonara. Geh mal raus. Bis später. Bis später. Ja, yeah, passen Sie auf sich auf. Immer mit Ihrem Yeah. Sache ist ganz einfach. Als ich den Stecker aus der Steckdose ziehe, hustet die Maschine, spuckt und steht still. Mr. Shiny? Was ist los, Kumpel? Wie lange der braucht? Ein Wunder, dass der so lange an derselben Stelle bonert. Oh! Oh! Jetzt aber schnell. Der alte Bonerer. Dr. Stobbart, zu Ihren Diensten. Dr. Depp. Müssen wir zurück und müssen den Arzt holen, glaube ich. Ohne den geht gar nichts. Weiß nur nicht mehr welcher. Hey.
Hey, Benoit. Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Ich schreibe mich nicht an. Kennen Sie die Schwester auf Station J2? Nein, Sir. Heute ist mein erster Tag hier. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich die Ersten im Bett vor mir habe. Ich meine natürlich Patienten, meine ersten Patienten. Natürlich nicht die Schwestern. Bis später dann. Das Krankenhaus wird voll sexualisiert. Sexy Krankenhaus. Entschuldigung, aber... Ja, Sie müssen der Neue sein. Muss ich wohl. Ja, also, dann laufen Sie hier nicht länger rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und machen Sie sich nützlich. Bunny, komm her, Junge. Bunny? Das ist Benoit, mein Neffe. Könnten Sie wohl mal auf ihn aufpassen? Babysitten kannst du selber, Opa. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin Felix Hagenmeier. Und darf ich Ihnen sagen, was für eine Ehre es ist, Sie persönlich kennenzulernen, Sir? Sie stehen auf der medizinischen Ruhmeswand ganz oben, direkt neben Pasteur und Leary. Ich bin entzückt. Nein, es ist mir eine Ehre, auf Ihren Neffen aufzupassen, Sir. Ja, er kommt frisch von der medizinischen Fakultät. Das wird ihm die Augen öffnen, wenn er einen echten Arzt bei der Arbeit sieht. Darauf könnte ich wetten. Führen Sie ihn herum. Zeigen Sie ihm mal echtes Leiden. So. Bis dann, Hagenmeier. Hey, der jetzt mit? Kein Grund zu schreien. Was wollen Sie? Hey, Benoit! Vergessen Sie's. The Jack the Bonerer. Rotlichtschlösser. Ich glaube, ich fühle mich ganz krank auf einmal. Let's go! Noch 10 Minuten. Ah. Guten Tag, Doktor. Oh, hi. Ist das hier Station J2? Ja, Sir. Die Patienten sind für die Visite bereit, Doktor. Danke, Schwester. Also, wer ist der Erste? Monsieur Croquet, in Bett 2. Was hat er für ein Problem? Er klagt über Bewusstseinsverlust. Das hier werden Sie brauchen, Doktor. Doktor? Hör mal die geile Grendel. Sie gibt mir eine lange, schmale Metallkiste, garniert mit einem bezaubernden Lächeln. Danke. Ey, Stoppert! Du Ficke! Ich bin Dr. Stoppert. Hallo, Doktor. Die Schwester sagte mir, dass Sie immer wieder das Bewusstsein verlieren. Genau, ich habe dieses Problem, solange ich denken kann. Es ist echt eine extrakorporeale Erfahrung. Wie der Tod, nur nicht so endgültig. Aha, wie lange dauert es? Nur den Bruchteil einer Sekunde, dann bin ich wieder da. Ich bin ja vielleicht kein Arzt, aber trotzdem stelle ich eine Diagnose. Hier ist jemand völlig durchgeknallt. Ich weiß genau, was Sie meinen. In der bekannten Medizin nennt man sowas Lidschlag oder populärwissenschaftlich ausgedrückt Plinkern. Ist das etwas Ernstes? Natürlich nicht. Es ist absolut natürlich. Morgen Freicheck? Überlegen Sie doch mal. 2 Sekunden in jeder Minute. Oh Gott, das macht ja fast eine halbe Stunde pro Tag. 2 Wochen in jedem Jahr, verbracht in absoluter Dunkelheit. Ich habe keine Zeit, mir diesen Unsinn anzuhören. In welchem Bett liegt Marquet? Um die Ecke, in Quarantäne. Was ist los mit ihm? Keine Ahnung, aber die Männer, die ihn reingebracht haben, trugen Masken und Gummihandschuhe. Hey, Sie sind ein Doktor. Wieso wissen Sie das nicht? Selbst wir Ärzte wissen nicht alles. Ach stimmt, was der erzählt. Kein Eis. Warum benehmen Sie sich dann so, als ob? Mit Heimkunft ist Rechnerzeit, ne? Wünsche ich dir viel Spaß, Jack. So geil, dass du einen Laptop endlich hast. Hast du verdient. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Blutdruckmessgerät? Hatte Marquet irgendwelchen Besuch? Nein, und ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, wenn man im Krankenhaus liegt. Man hat das Gefühl, von der ganzen Welt verlassen zu sein. Sie wissen doch, wie das ist. Das Leben geht weiter.
Danke für die tröstlichen Worte. Als nächstes bist du dran, Nobi. Ich schon nächster Rechner. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Könnten Sie bei der Gelegenheit auch einen Blick auf den Patienten in Bett Nummer 3 werfen? Er heißt Eric Soapmarsh. Was hat er für ein Problem? Er fantasiert. Ist frisch aus dem OP. Er hat gerade eine größere Operation hinter sich gebracht. Ich bringe ihn schneller wieder auf die Beine als Sie. Lazarus, steh auf, nimm dein Bett und geheim sagen können. Hallo, jemand zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich bin Dr. Stobbart und ich bin hier, um Sie auf dem steinigen Weg der Genesung zu begleiten. Dr. Monroe sagte, für meine Krankheit gäbe es keine Heilung. Ihr Problem ist, dass Sie zu viel Zeit im Bett verbracht haben. Servus, Ben. Hi. Sind Sie sicher, dass Sie qualifiziert sind, Herr Doktor? Das sollten Sie man besser glauben. Was halten Sie von Schwester Grendel? Sie ist eine sehr effiziente junge Frau. Effizient? Das klingt, als wäre sie ein Staubsauger. Ich kann mich nicht beklagen. Die Frau am Empfang beschrieb Schwester Grendel als ein echtes Monster. Also das ist einfach nicht wahr. Sie ist sehr streng, aber das ist ihr Job, nicht? An einem Ort wie diesem hier muss Disziplin herrschen. Ich guck grad mal, was am Handy abgeht. Das vibriert die ganze Zeit. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt. Das ist mein Job. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Was können Sie mir über Marquet sagen? Das ist der Mann in dem Privatzimmer, nicht? In dem Zimmer, das mir gehörte. Bevor die mich wie einen Zigeuner einfach rausgeschmissen haben. Wissen Sie, was Marquet fehlt? Die sagen mir doch noch nicht einmal, was mir fehlt. Sagen Sie, Doktor, was ist Ihre Meinung über meinen Fall? Es ist zu früh, sich festzulegen. Aber ich bin doch schon seit 3 Monaten hier. Hä? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Doktor. Wer ist das? Ein kaltblütiger Killer. Echt? Könnte der Zwillingsbruder von meinem Bankmenschen sein. Aber Mr. Soames hat natürlich keine Narbe. Und aus dem Mittleren Osten ist er auch nicht. Er hat außerdem viel graueres Haar. Aber ansonsten genau wie der hier. Bemerkenswert. Bis später. War ich schon zwischendrin? Doktor? Was ist los, Schwester? Es ist schon wieder Nummer 2. Er will mir nicht sagen, was er will. Er sagt, er redet nur mit einem Mann. Muss ich das? Der Typ ist übergeschnappt. Doktor, ich muss mich doch sehr über Sie wundern. So spricht man nicht über unsere Patienten. Okay, okay. Ich schaue ihn mir an, aber ich sage Ihnen, er ist ein Simulant. Herr Ben Blaufuß. Hallo, hallo. Okay. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Und mich gar nicht mit dem unterhalten. Ich speichere mal ab und guck, ob ich rübergehen kann. Doktor! Was ist los? Sie haben meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Hab ich? Hab ich doch eben gemacht, oder? Hey, kannst du Sachen zum Basteln stellen, Spielzeug, alles, Sie machen, was du willst. Das nicht richtig? Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht. Ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder.
Du kannst übrigens Ausrufezeichen Amazon eintippen hier im Chat und dann kommt der Link, gell? Bin sofort wieder da. Ich probiere gerade noch mal was aus. Hi, ich bin's wieder. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt, das ist mein Job. Kopfschmerzen, hat mir gerade eine Tablette geholt. Oh. Ich Wie glaube, ich muss später. an den Patienten da hinten, der wo im Koma liegt, Blutdruck messen, um die Werte zu kriegen. Hey, Benoit. Wenn er jetzt wieder sagt, ich muss nicht so schreien, gell? Ja, mein Herr. Hier, nehmen Sie dieses Blutdruckmessgerät. Vielen Dank, Sir. Ah. Was soll ich damit anfangen? Also, naja, passen Sie gut drauf auf, bis mir was einfällt. Sind Sie startklar mit dem Blutdruckmessgerät? Bereit zum Aufpumpen, Sir. Was soll ich damit tun? Pump mich auf. Benutzen Sie es bei Eric Sopmarsch. Okay. Okay, ich mach's. Hab dich lieb. So, erzähl da die Fresse. Ich bin Dr. Stobbart. Bonjour, Doktor. Haben Sie mal was von einem Typ mit Namen Marquet gehört? Der ist in Quarantäne, direkt hinter dieser Tür. Marquet ist genau der Mann, den ich sehen will. Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre. Er hat Milzbrand. Oh. Ich muss meinen Patienten besuchen. Wozu? Routine. Ich muss überprüfen, ob er noch atmet. Und was, wenn nicht? Ich unterzeichne eine Urkunde und melde das Bett als wieder verfügbar. Das ist Oh eine Gott. kalte und distanzierte Beziehung zum Tod. Ich bin so professionell, dass ich schon göttliche Züge trage. Der weiße Mantel steht Ihnen. Danke. Haben Sie irgendwelche verdächtigen Charaktere auf der Station gesehen? Ja, habe ich. Ein Gorilla und ein Wiesel? Nein, ein ziemlich schäbiger Bär. Inwiefern hat sich der Bär verdächtig gemacht? Naja, er hat einen Zylinder getragen. Ist das gegen das Gesetz? Nein, aber ziemlich merkwürdig für einen Bären. Halten Sie es für möglich, dass der Bär ein verkleideter Mann war? Na, das ist doch wohl offensichtlich. Ich bin doch nicht total verblödet. Aber wer würde sich die Mühe machen, sich als Bär zu verkleiden? Ist nicht gerade so, als ob er dann unauffällig mit dem Hintergrund verschmelzen würde. Ich habe mich mit der Zentrale in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob irgendwelche Bären als vermisst gemeldet wurden, von einem Zoo oder Wanderzirkus. Sie haben mir gesagt, ich soll die Stellung halten, bis Verstärkung eintrifft. Ah, ich würde mal sagen, die hatten recht. Es wäre dumm von mir, den Bären mit bloßen Händen anzugreifen. Ey, holst du dir Großi-Taschenlampe oder Clanny? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Soll ich das Spiel ein bisschen lauter machen oder ist das genau richtig? Im Vergleich zu mir, nicht, dass ich da viel zu laut bin. Bis später dann. Bin da ein bisschen Au revoir, paranoid. Doc. Wenn Sie den Bären sehen, hauen Sie ihm einen auf die Nase. Fucking Bär auf der Kinderstation, ey. Fucking Bär! Besser Sie als ich, Mann. Marquis? Ja, ich bin Marquis. Ich habe Sie erwartet. Ach, wirklich? Und worauf warten Sie? Bringen wir es hinter uns. Ich will doch nur wissen, was ich mit dem Edelstein anfangen soll. Dem Lochmann-Edelstein.
Ja, genau den. Hier in meiner Tasche. Ich dachte, Sie wären einer von den Haschaschin. Ich doch nicht. Ich habe nie auf Lunge geraucht dabei. Also, hat man Sie an meiner Stelle geschickt? Ja. In Ihrem Zustand können Sie ja wohl kaum nach Irland reisen. Was soll ich mit dem Edelstein anfangen? Bringen Sie ihn zum Großmeister. Schnell, sagen Sie ihm, dass ich das Dreibein gefunden habe. Direkt hier in Paris. Haben Sie es? Noch nicht. Aber man kümmert sich bereits darum. Ich habe ein paar kleine Ganoven angeheuert, die sich auf solche Gaunereien spezialisiert haben. Sind das vielleicht zufällig Flapp und Guido? Sie kennen die beiden? Wir haben uns schon mal getroffen. Warum heißt der Große eigentlich Flapp? Was ist mit dem Haschi-Aschin? Er wird sich wahrscheinlich an Klausners Fersen geheftet haben. Er wird alles tun, um zu verhindern, dass das Schwert neu geschmiedet wird. Und das ist schlimm, oder? Klausner ist unterwegs nach Syrien. Auf ein ganz wildes Gerücht hin. Ein Wildgericht, meinen Sie? Er hat eine Theorie aufgestellt. Oh Mann, vielleicht. Das ist aber jetzt genug Aufregung für einen Tag, Monsieur Marquet. Was machen Sie hier? Das sehen Sie doch, ich unterhalte mich mit diesem Patienten. Monsieur Marquet ist mein Patient. Wenn Herr Hagenmeier das hört... Okay, okay, ich gehe ja schon. Ich habe sowieso alles aus Marquet herausgeholt, was ich wissen muss. Da sind Sie ja, Sir. Ich wollte Sie gerade holen kommen. Ich bin mit Ihrem Blutdruckmessgerät jetzt fertig. Danke, Bunny. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt ja, als hätte jemand einen Herzanfall. Ist schon in Ordnung. Der Doktor ist bei ihm drin. Dam, dam, da. Sind Sie sicher, dass das ein Arzt war? Oui, Monsieur. Er hat mir seinen Ausweis gezeigt. Er heißt Dr. Bray. Hier arbeitet kein Dr. Bray. Ein Betrüger. Die Tür ist verschlossen. Helfen Sie mir, Wachtmeister. Treten Sie zurück, Monsieur. Ich habe Jacques Marquet gefunden. Hat er was gesagt? Ja, er hat geredet. Zum allerletzten Mal. Ist er tot? Ja, von einem falschen Arzt. Kaltblütig ermordet. Wie abscheulich. Was für ein Mensch würde sich als Arzt ausgeben und einen sterbenden Mann ausnutzen? War es Khan? Nein, ich weiß nicht, wer es war, aber sicherlich nicht Khan. Er ist geflohen, durchs Fenster. Mal von Haschi-Aschin gehört? Nein. Marquet sagte, Sie wären sein größter Feind. Sein größter Feind war der falsche Arzt. Erinnere mich bloß nicht daran, der Typ war bösartig. Er hatte einen wilden, starren Blick, wie ein toter Fisch. Ich werde keinem Arzt mehr trauen. Glaubst du, der Mörder war für den Tod von Marquet verantwortlich? Das glaube ich nicht. Er hätte ihn schon das erste Mal erledigen können. Außerdem hätte Marquet ihn erkannt. Er war bis oben hin mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt. Er hätte nicht mal mehr die vier Reiter der Apokalypse erkannt, ohne dass sie sich vorgestellt hätten. Hast du noch etwas über die Templer herausgefunden? Ja, habe ich. Der Bursche, der für ihren Niedergang verantwortlich war, hieß Philipp IV., König von Frankreich. Auch als Philipp der Schöne bekannt. Nun, er ging in die Geschichte als Philipp der Gerechte ein, aber ich bezweifle, dass die Templer ihn so nannten. André kann dir sicherlich alles darüber erzählen. Philipp der Schöne. Oh, Dieb. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal. Dreibein. Ah, hier. Das ist das Dreibein aus dem Museum von Croon. Okay, ich muss ins Museum.
Ich werde besser zurückgehen und mit diesem Verrückten reden. Mit wem? Rousseau oder Sergeant Mouet? Oder meinst du André? Das darfst du selbst herausfinden. Das ist auch die gleiche Art von Spiel. Ne? Also schon verständlich, dass dich das daran erinnert. Dran, Monsieur. Spät? Was meinen Sie damit? Naja, ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Hat wahrscheinlich mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Gruselig. Was können Sie mir über die Scherbensammlung erzählen? Das sind die Überreste von Töpfen, die die Ureinwohner von Paris benutzten. Die Pariser Pottmenschen. Wann sind sie weggezogen? Vor 15.000 Jahren, Monsieur, verschwanden im Nebel der Zeit. Hatten nicht einmal Zeit, ihre Pötte einzupacken. Oh mein, die Pötte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. No, Monsieur, no, no. Okay, okay. Die Vitrine enthält das Dreibein, das in der Schriftrolle beschrieben war. Hi, André. Hallo, George. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Ja, wir. Das Lochmann-Dreibein? Euler, wir? Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Haben Sie mal etwas von den Hashashinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war. Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Hashashin anschließen würde. Was machten die Hashashin?
Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Hashashin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Was können Sie mir über Philipp den Schönen sagen? Er ist für die Ausrottung der Tempelritter verantwortlich. Das weiß ich. Warum wollte Philipp sie so unbedingt loswerden? Hauptsächlich, weil er ihren Schatz in seine Hände kriegen wollte. Er hatte enorme Schulden und musste irgendwie seinen ewigen Krieg gegen England finanzieren. Das Problem war, dass die Tempelritter einen äußerst hoch angesehenen heiligen Orden bildeten. Wenn die Templer so mächtig waren, wie hat es dieser Typ Philipp dann geschafft, sie auszulöschen? Durch schmutzige, unehrenhafte Mittel natürlich. Der Papst war Clemens V., ein Franzose. Franzose, ja? So ein Zufall. Und wie praktisch für Philipp. Zufall hatte damit nichts zu tun. Er war Philipps Marionette, eingesetzt, um seinen politischen Ambitionen zu dienen. Philipp wollte den Reichtum der Templer und benutzte Clemens, ihn zu bekommen. Was hatte Philipp geplant? Was ist passiert? Versiegelte Befehle wurden in ganz Frankreich ausgesandt, die erst an einem bestimmten Tag geöffnet werden sollten. Dieser Tag war Freitag, der 13. Juli. Das ist der Ursprung des Aberglaubens, der dieses Datum umgibt. Im Morgengrauen wurden in ganz Frankreich die Templer verhaftet. Es war die größte Razzia in der Geschichte der Welt. Was passierte mit den Templern, nachdem sie festgesetzt wurden? Philipp wollte Blut sehen, also übergab er die Templer der Inquisition. Es ist nicht sehr überraschend, dass sie eine ganze Latte sensationeller und schrecklicher Gotteslästerungen gestanden. Wie was zum Beispiel? Och, die Sorte Zeugs, über die man in der Regenbogenpresse liest. Teufelsanbetung, abartige Sexualpraktiken, Anspucken des Heiligen Kreuzes, sowas eben. Das dürfte den Verteidigern ganz schönes Kopfzerbrechen bereitet haben. Egal, ob die Beschuldigungen wahr waren oder nicht. Gute Publicity war das jedenfalls nicht. Die meisten Anschuldigungen waren wahrscheinlich eiskalte Lügen, aber die Templer kamen dadurch ganz schön ins Schwitzen. Hunderte von ihnen wurden der Ketzerei für schuldig befunden und auf dem Scheiterhaufen gegrillt. Es ist auf einmal sie beteuerten bis zum geworden. Ende ihre Unschuld. Aber Philipp hatte doch ganz sicher keinerlei Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Templer. Unter der Folter gesteht ein Mann alles, egal was. Die Inquisition fabrizierte einen unsinnigen Dämon, den sie Baphomet nannte, und sagte ihren Opfern dann, das sei es, was sie verehren würden. Aber da mussten die doch nicht mitmachen. Die Aufzeichnungen zeigen einen Templer, dessen Füße beide jetzt ist wieder normal. Waren, als er vor zwischendrin ist leiser geworden. Was würden Sie alles gestehen bei einer solchen Folter? Es ist also keine Wahrheit an dem, was diese ganzen Baphomet-Anschuldigungen angeht. Nicht ein Fünkchen. Fast jedes Opfer beschrieb das Götzenbild anders. Nein, Baphomet existierte lediglich in den kranken Hirnen der Inquisitoren. Philipp hat also den Schatz der Templer gestohlen, richtig? Oh nein, die waren ja nicht dumm. Die Truppen des Königs marschierten erst zum Tempel von Paris und dann zum Heimathafen der Templer, nach La Rochelle. Es gab keine Spur von dem Schatz und die Flotte der Tempelritter war in See gestochen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Speichere ich nochmal. Klick nochmal das Dreieck an. In der Hoffnung, dass es triggert, dass er sagt, dass ich es klauen muss. No, Monsieur, no, no. Nee, okay. Okay, okay. Ich mache die Szene hier im Museum noch fertig. Bis wir das haben und dann mache ich, glaube ich, Schluss. Ich bin auf einmal so kaputt. Sorry. Keine Ahnung. Angefangen Kopfschmerzen zu kriegen. Bin ich langsam platt. Ich glaube, ich gehe ein bisschen auf die Couch dann. Okay. Ja, das Wetter. Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht, zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen.
Darum halte ich die Fenster verschlossen. Gut. Ich warte, bis er sich umdreht, dann mache ich es auf. So wird es nämlich gemacht. So machen wir. Dreh dich um. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Und jetzt gehen wir da hinten hin. Und speichern, weil ich nicht weiß, ob ich im nächsten Moment speichern kann, aber ich weiß, dass ich da sterben kann. So, Eisen. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Ich wollte mir den ganzen Tag noch diesen Schrank anschauen. Ich kann gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. So, schnell speichern. Wir müssen uns hinter dem Fischpfahl hier verstecken. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Sehr strange. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst... Du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke, ja. Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? Steckt er sich einfach in die Jacke? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Hashashin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Okay. Ich muss gehen. Schon? Du bist doch eben erst angekommen. Die Zeit und die Gezeiten warten auf niemanden. Okay, ich sehe dich später.
Gut, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wo ich hin muss. Entweder ins Museum, um mit Lobino nochmal zu reden. Oder zu Morfoso. Eins von beiden. Guck mal erstmal um. Da haben wir ja erst Action erlebt. Hi, André. Hallo, George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht erwartet, sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren. Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Let's go. Ich glaube, wir müssen zur Villa, ne? Weiß nur nicht, ob wir da schon hin können. Oder ob wir noch irgendwas triggern müssen, oder? Doch, wir können zur Villa. Alles klar, dann speichere ich hier. Wissen wir Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke. Ciao.